arrogant, überbezahlt und zahlengetrieben. Das ist für viele das Image von einem Unternehmensberater, was aber nur einen Grund darstellt, auf den ich später auch nochmal zu sprechen kommen werde, nicht Unternehmensberater zu werden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Up Out, dem Format, bei dem sich alles um Unternehmensberatung dreht. Mein Name ist Moritz Neuhaus und hier bei In Up Out spreche ich mit dir in der Regel darüber, was für Fähigkeiten man als Top-Unternehmensberater braucht und was es für Vorteile hat oder für Annehmlichkeiten auch, diesen Job auszuüben. Die heutige Folge soll auf Wunsch der Community, ich habe dabei Instagram gefragt und ihr habt geantwortet, sich um die Schattenseiten drehen. Also mal aufzuzeigen, was den Job nicht erstrebenswert macht. Und das möchte ich in der heutigen Folge tun. Ich habe 7 Gründe zusammengestellt, die aus meiner Sicht dagegen sprechen, Unternehmensberater zu werden. Und ich habe schon beim Runterschreiben gemerkt, ich muss mich selber davor hüten, die nicht immer gleich wieder zu entkräften, weil auch dafür gibt es Argumente, die da einfach dagegen stehen. Ich werde dir die 7 Gründe einfach mal aus meiner Sicht erklären und dann kannst du selber dein Urteil treffen. Und ich werde, sagen wir mal, die Argumentation, soweit es geht, reduzieren von meiner Seite, damit es so neutral wie möglich auch für dich als Abwägung dienen kann, diese Folge. Bevor wir beginnen, ganz kurzer Appell. Ich sehe immer wieder, dass viele sich das Ganze anschauen, anhören und noch nicht abonniert haben. Drückt bitte einfach den Abo-Button, dann kriegt ihr zweimal pro Woche eine kurze Benachrichtigung, wenn neue Folgen zu genau diesen Themen online kommen und ihr verpasst da nichts mehr, wenn ihr an Unternehmensberatung Interesse habt. Lass uns reinstarten. Grund Nummer 1, der für viele, glaube ich, auch erstmal abschreckend ist, ist der taffe Umgang. Bedeutet, die Unternehmensberatung ist nicht dafür bekannt, dass die Leute in Watte gepackt werden. Vielleicht kennt ihr, und das kennt ihr vielleicht auch vom Namen In Up Out, das Up-or-Out-Prinzip, was aus Amerika kommt und was dafür steht, dass ja mit Ellenbogen gekämpft wird. Ich finde, das ist ein bisschen überspitzt, dass man sich da drum rangelt, auf die nächste Stufe zu kommen. Was ich sagen kann, ist, dass es eine sehr direkte Feedback-Kultur gibt, dass auch ein hoher Teamgedanke herrscht, weil nur ein Team kann am Ende auch das Ergebnis für den Kunden erreichen. Es kann eine Einzelperson mit ihrer Single-Performance, kann das gar nicht. Aber du musst darauf gefasst sein, dass dir einfach sowohl Kunden als auch vorgesetzte Kollegen sehr klar sagen, wenn sie was nicht an dir schätzen oder wenn du in einer Situation nicht so gehandelt hast, wie das vielleicht empfehlenswert wäre. Also du darfst dich auf eine sehr direkte Feedback-Kultur freuen, die, wie ich weiß, nicht für jeden was ist. Grund Nummer 2, einer der meisten Gründe, die dafür sorgen, dass Berater aussteigen, das ist das ständige Reisen. Du lebst im Grunde als Unternehmensberater, das ist auch nicht diskutabel, aus dem Koffer. Das heißt, in der Regel bist du, wenn du bei einer Big Four oder bei MBB oder auch einer kleineren Managementberatung angestellt bist, dann bist du die ganze Woche unterwegs. Du bist 4 bis 5 Tage auf Reisebereitschaft, mindestens in der Regel Montag bis Donnerstag. Vielleicht gibt es auch mal Projektphasen, wo du intern an irgendeiner Studie arbeitest. Aber die Regel ist wirklich, dass du aus dem Koffer lebst. Das heißt, du verlässt montags morgens, manchmal auch schon sonntags abends, das Zuhause mit deinem Koffer und da ist alles drin, was du bis Freitagabend, bis du wieder nach Hause kommst, im schlimmsten Fall mit dir führst. Das heißt, da musst du dich einfach drauf einstellen und damit gehen natürlich auch andere Sachen einher. Das heißt, seine Partnerin 4 oder 5 Tage nicht zu sehen, weil du im Hotel lebst, ist mit Sicherheit ein Punkt, der einfach auch von der Erwartungshaltung her klar kommuniziert werden muss. Mit einem Grund dafür, dass viele eben sagen, ich gehe jetzt einfach mal 2, 3 Jahre nur in die Beratung, lerne da sehr viel, aber will das meinem Leben einfach nicht länger zumuten. Oder viele kriegen auch irgendwann Familie und sagen auf der Basis, ich will nicht die Kindheit meiner Kinder verpassen, so in dem Sinne. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall möglich, auch in einer Unternehmensberatung zu arbeiten und eine glückliche Beziehung zu pflegen. Geht aber weiter mit dem Punkt, dass auch deine Freunde sich vielleicht umgewöhnen müssen. Du warst vorher 2-mal die Woche im Sportverein beim Fußball und plötzlich bist du jetzt von Montag bis Donnerstag weg. Das heißt, auch das wird Einfluss auf deinen Freundeskreis, auf deine Freundschaften haben. Und wenn du viele Berater in deinem Freundeskreis hast, ist es cool, aber geh nicht davon aus, dass es bei allen auf Verständnis stößt. Grund Nummer 3, warum du nicht Unternehmensberater werden solltest, ist der unregelmäßige Alltag.
auch was, was viele in Unsicherheit versetzt, weil du nicht davon ausgehen darfst, dass du auf die Arbeit gehst und da dein Familienfoto oder irgendwelche anderen Preise, Erinnerungen aus besseren Zeiten oder von früher einfach auf dich warten. Das heißt, du bist sehr viel unterwegs, geht mit dem Reisen einher. Du hast neue Kunden, du hast neue Kollegen jedes Mal, neue Projektteams, auf die du dich einstellen musst, und du hast auch jedes Mal neue Probleme. Du hast andere Intensitäten. Also wenn wir jetzt mal so im Beispiel von einem Strategieberater bleiben, habe ich in einer der ersten Folgen alles über Unternehmensberatung. Es sind so zwei Blöcke, in denen ich wirklich 70 Minuten alles mal zu Beratung in Deutschland raushaue, was ich so für sinnvoll erachte. Da ist es auch mit drin, dass der Workload zum Beispiel als Strategieberater vorsieht, dass du alle 4 bis 8 Wochen bei einem anderen Kunden bist und mit sehr viel Hochdruck unterschiedliche Fragestellungen im Strategiebereich beantwortest und im Grunde schnell wieder weiterziehst. Musst dir auch klar machen, dass zu diesem unregelmäßigen Alltag gehört, dass du eigentlich nur deinen Laptop, Zubehör und ein bisschen Projektutensilien mit auf dem Projekt hast. In der Regel ist es so, dass sich dann auch beim Kunden Projektoffices etablieren. Das heißt, dass dein Projektteam vielleicht einen Raum hat oder mit anderen Projektteams zusammengesetzt wird und auf der Basis dann auch Büromaterial, Drucker, alles, was fürs tägliche Arbeiten nötig ist, bereitgestellt werden. Aber es ist einfach unluxuriöser, muss man einfach so sagen, als wenn du jetzt jeden Tag genau weißt, wo was liegt, wo du was kriegst, wen du fragen musst. Du hast da einen viel, viel unregelmäßigeren Alltag und du musst dich darauf gefasst machen, dass dieser Alltag in dem Sinne wieder recht regelmäßig ist, was das Thema Meetings angeht. Das heißt, Hauptaufgabe ist in der Regel als Berater, Meetings vorzubereiten. Da verbringst du die größte Zeit mit. Das heißt, du erstellst PowerPoint-Präsentationen, du machst irgendwelche Auswertungen in Excel vielleicht, das sind die Tools, die du nutzt. Aber ansonsten bist du viel im Kundenunternehmen unterwegs, führst entweder Interviews oder stellst auf eine andere Art und Weise Analysen zusammen, die den zweiten Punkt deiner Arbeit ausmachen, Meetings durchzuführen, zu moderieren, zu Entscheidungen zu führen. Das musst du dir einfach klar machen, dass das ein sehr großer Teil deines Beraterlebens gerade in den ersten Jahren sein wird. Und was als letzter Punkt noch zum unregelmäßigen Alltag zählt, ist auf jeden Fall auch das Thema Sport. Auch da ist nicht immer gegeben, dass du in einem Top-5-Sterne-Hotel untergebracht bist, wo du ein tolles Fitnessstudio hast, sondern du musst eher davon ausgehen, dass du vielleicht dich auch ans Laufen rantastest, weil das ein Sport ist, den du einfach nur mit Zeit und einem paar Turnschuhe durchführen kannst, was gerade bei ländlicheren Projekten auch mal der Fall sein kann. Aber ansonsten hat es auch immer viel mit den Zeiten zu tun, ob du zum Sport kommst oder nicht und ob du das deinem Körper nach 12 oder 14 Stunden Arbeit noch zumuten willst, diesen Sport. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es sich immer wieder reinzuzwingen. Punkt 4, der gegen eine Karriere als Unternehmensberater spricht, ist die Kategorie fordernde Kunden. Bedeutet, die Höhe des Tagessatzes, die, wie ich euch ja schon mehrfach erzählt habe, gerne auch mal im mittleren vierstelligen, teilweise bei einem Partner sogar fünfstelligen Bereich liegen kann, die spiegelt natürlich auch die Forderungen des Kunden gegenüber dir als Berater wider. Das heißt, der sieht, dass da jeden Tag für dich x-tausend Euro auf den Tisch gelegt werden und entsprechend erwartet er Ergebnisse. Und das ist auch ein ganz großer Unterschied zu einer Karriere vielleicht in der Industrie. Da ist das Ganze natürlich auch ergebnisgetrieben, aber die Zeit ist der Faktor, über den geredet wird, wenn dein Gehalt im Raum steht oder deine Bezahlung. Und viel weniger so dieses Effizienzprinzip im Sinne von, ich gebe etwas und ich erhalte etwas anderes dafür. Das ist hier als Berater allein durch die veränderte Ratio viel, viel ausgeprägter. Ansonsten kann es natürlich auch passieren, dass es nicht nur fordernde Kunden sind, sondern wirklich sogar ätzende Kunden. Menschen, wo du sagst, boah, was sind das für Stinkstiefel? Die gehen mit dir als Berater vielleicht um wie andere mit einem Stück Vieh. Das heißt, sie haben dich eingekauft, sie haben gewisse Besitzansprüche und sie erwarten von dir, dass du einfach eher einen extrem hohen Workload fährst und im Zweifelsfall ein ehemaliger Berater auch mal sagt auf Kundenseite, und das durfte ich auch erleben. Ich habe es als was sehr Positives wahrgenommen, weil es auch für eine begrenzte Zeit war und weil ich da viel mitnehmen konnte, mit einem Ex-McKinsey arbeiten dürfen auf Kundenseite. Aber da ist es dann gegeben, dass du öfters als sonst vielleicht auch mal den Workload von 70 Stunden in der Woche durcharbeitest. Grund Nummer 5 ist, dass du der naheliegendste Sündenbock bist. Bedeutet, Unternehmensberater werden super oft auch als Begründung für Vorstandsentscheidungen herangezogen. Beispielsweise bei einer Restrukturierung, die Unternehmensberater oder speziell Strategieberater durchführen,
ist das Thema Personalabbau immer wieder auch im Gespräch. Und gerade intern stützt man sich dann gerne darauf, dass die Analyse von externen genau das ergeben hat, den Stellenabbau. Also musst du dir einfach klar machen, dass du vielleicht mit genau dieser Mission durchs Unternehmen gehst und da auch auf Skeptiker treffen wirst von Kundenseite. Einfach Menschen, die im Unternehmen ein sehr schlechtes Bild von dir haben und kein Verständnis dafür, was du tust, weil sie Angst haben, dass du genau an ihrem Stuhl sägst. Also da musst du dir einfach klar machen, dass du für Vorstand, für Mitarbeiter, für alle Beteiligten auch immer der Sündenbock sein kannst. Nummer 6, habe ich eingangs angesprochen, ist im Grunde das zweifelhafte Image, was Unternehmensberater in der Gesellschaft genießen. Das bedeutet, überbezahlt zu sein, im Sinne von Menschen oder gerade der Durchschnittsbürger sieht nicht, und das erlebe ich auch oft im persönlichen Kontakt, was für einen Mehrwert Unternehmensberater bitte bieten können. Also sie sehen immer nur die Beträge, die pro Tag bezahlt werden, aber sie sehen nicht den Mehrwert, der aus so einem Projekt entsteht. Oder sie erzählen gerade auch von den negativen Erfahrungen, die ein Beratungshaus vor Jahren mal bei denen hinterlassen hat. Also verbrannte Erde in dem Sinne. Also Hauptargument ist immer wieder, dieser Stellenkiller zu sein. Man sieht es, wenn man die Medien aufschlägt. Leider wird da sehr, sehr oft einfach vom effizienten Parasiten gesprochen, wie es jetzt gerade auch so in der Bundesregierung in dieser Diskussion, Verteidigungsministerium und Beratermandate der Fall ist. Und es wird halt sehr leicht auch von einem auf den anderen übertragen. Das heißt, wenn es da Skandale gibt, dann wird es natürlich gerne für alle Unternehmensberater pauschalisiert. Da musst du dich einfach nur darauf gefasst machen, dass nicht nur im Unternehmen vom Kunden, wo du arbeitest, sondern auch auf der Straße, wenn du mit fremden Menschen erzählst, was du machst, die Ablehnung entgegenkommen kann. Einfach weil kein Verständnis für die Tätigkeit des Berufs da ist. Und um das Ganze miesi zu halten, ist Grund Nummer 7, sonstige Belastungen. Das heißt, eine Sammlung. Ich habe über Reisen gesprochen, ich habe über Kunden gesprochen. Was ich speziell nochmal hervorheben will, sind wirklich die hohen Erwartungen, die an dich als Berater gestellt werden. Das bedeutet, die Leistungsfähigkeit, die von dir verlangt wird, ist im Zweifel ständig. Gerade bei einer Top-Strategie-Management-Beratung wie MBB, da musst du dich eigentlich darauf gefasst machen, auch in der heutigen Zeit noch, dass sehr, sehr viel und sehr, sehr kontinuierlich von dir abverlangt wird. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass du dich weiterentwickelst. Die Wichtigkeit deiner persönlichen Weiterentwicklung steht in deiner Beraterkarriere stets im Fokus. Das Unternehmen profitiert von dir am meisten, wenn du auf der Ebene, auf der du bist, nur relativ kurze Zeit bist und dich weiterentwickelst, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Zu sonstigen Belastungen zähle ich auch so ein bisschen das Sammelbecken, die langen Tage, Einsamkeit. Du hast natürlich dein Projektteam, aber wenn du, sagen wir mal, mehrere Monate vielleicht mit Leuten auf einem Projekt bist, wo du sagst, das ist jetzt nicht das Allergeilste, was ich mir gewünscht habe an Personen, und das setze ich nicht voraus, aber das kann passieren, dann ist das eine weitere sonstige Belastung, die ich sehe. Meine Erfahrungen sind da gegenläufig, und deswegen will ich jetzt nochmal zum Schluss ein bisschen überleiten zu meinem großen Aber, zu meinem Fazit, und möchte dir dann eine ganz kurze Story mitgeben, die mir mal ein Partner von Oliver Wyman erzählt hat. Es war 2015/16, war ich in einem Workshop mit Kommilitonen, mit Freunden von der studentischen Unternehmensberatung, und wir haben einen Workshop bei denen in Frankfurt genossen, bei Oliver Wyman, und ab einem gewissen Punkt kam der Partner und hat mal 20 Minuten referiert. Und der Partner hat ganz klar auch die Nachteile angesprochen, hat gesagt, wenn du Lust hast, dreimal die Woche Sport zu machen und Teil irgendwie deiner Ortscommunity zu sein, lass es mit dem Berater sein. Such dir einen Job in der Industrie, verdiene da dein Geld, alles gut. Aber wenn du Bock hast, am Montagmorgen das Handelsblatt aufzuschlagen und da drin vielleicht zu lesen, wow, das waren wir, das war ich mit meinem Projektteam, dann werd Unternehmensberater. Was ich damit sagen will, ist, dass natürlich hohe Erwartungen da sind, natürlich ein hoher Workload da ist. Aber wenn du Anfang 20 bist, Lust hast, Karriere zu machen, was zu erreichen, dann kriegst du in der Unternehmensberatung schnell so viel Einfluss wie in keinem Job in der Industrie. Und natürlich investierst du als Berater mehr, aber ganz klar entwickelst du dich auch anders. Wann immer du mehr investierst, wann immer du mehr Zeit, Geld, was auch immer in eine Sache steckst, wirst du darin besser werden als alle anderen, die es nicht tun. Bedeutet, wenn dich das Ganze jetzt hier, was ich da gesagt habe, die 7 Gründe, nicht abgeschreckt hat und du immer noch sagst, das klingt immer noch ganz spannend, dann ist mein Ratschlag an dich, und das ist auch der Grund, warum ich dieses Format hier betreibe, probier es aus, mach's, werde Unternehmensberater, und wenn es nur ein Praktikum ist, aber dann kannst du mitsprechen, dann kannst du für dich entscheiden,
wie ist es für mich? Manche Körper reagieren schlechter drauf, manche besser, wenn du am Mittwochmittag um 12 Uhr die 40 Stunden voll hast. Und das wird auch nicht jede Woche so sein, sondern es wird Schwankungen geben. Du wirst es verstehen und erst dann hast du eine fundierte Meinung, wo du mitreden kannst. Und in dem Sinne sage ich, richtig cool, dass du so lange dran geblieben bist. Wenn das der Fall ist, dann gehe ich davon aus, dass du hier was mitnehmen konntest. Und deswegen freue ich mich mega, wenn du mir das mitteilst. Das heißt, schreib es gerne unter dieses YouTube-Video. Schreib gerne mir eine persönliche Nachricht, wenn du das beim Podcast hörst. Was hat dir am besten gefallen? Welcher Grund hat dich überrascht? Hast du weitere Gründe? Hau einfach gerne mir eine Nachricht raus. Ich freue mich da mega. Ich lese das alles mit super viel Freude und sage, cool, dass du mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Consulting. We'll be right back.